Ja, nu, vor dem Kampf ist nach dem Kampf oder umgekehrt, besser gesagt, nach dem Kampf ist vor dem Kampf. Und damit geht es hier weiter bei The Dungeon of Nubblehook. Ich hoffe, ich habe den Titel jetzt richtig. Ich habe schon beim letzten Mal wieder gemerkt, ich habe den, glaube ich, ein paar Mal falsch mitgenommen. Ja, herzlich willkommen auch zurück bei uns auf dem Kanal. Alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel und wir hatten zuletzt unseren Dieb befreit. Zwischenzeitlich hatten wir noch eine Priesterin mit am Start. Die hat sich von dannen gemacht und dafür haben wir unseren kampfunwilligen Dieb wieder dabei. Ja, und wir müssen jetzt mal wieder einen Kampf schlagen. Wir haben hier drei Paladine des Scheiterns. 114 Hitpoints, 101 Hitpoints und 91. Das heißt, der hier unten sollte eigentlich der sein, den man am schnellsten wegbekommt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere etwas mehr Tanky-Charaktere ein bisschen aufteilen. Ich glaube, die stehen schon relativ gut. Also wir haben hier den Zwerg schon links. Ich würde aber fast sogar. Eigentlich ist es, glaube ich, relativ egal. So, hallo, eigentlich möchte ich dich doch woanders haben. Moment. Dass der so ein bisschen mittig ist. Den Dieb lassen wir vielleicht hier unten nochmal mitkämpfen. Ich würde mich versuchen, glaube ich, erstmal unten die Kollegen da wegzumachen. Hier auch darunter und die Magierin kommt dann mal so ein bisschen ins Eck. Und dann werden wir unser Glück versuchen. Auf geht's in den nächsten Kampf. Gebt uns das Amulett und dann sterbt. Oh. Na also, das ist ja schon mal der Erste, der hier so ein bisschen hier versagt hat. Wir buffen uns erstmal mit Verteidigung wieder. Und mehr kann ich mit ihm jetzt sowieso oder nicht machen. So, ich könnte jetzt natürlich versuchen, den einen Paladin da hinten jetzt schon mal festzunageln. Das tun wir jetzt. Ja, komm, wir probieren das mal. Wir probieren das. Kommt, der haut auch schon wieder daneben. Aber hier trifft ja niemand, niemand. Das kann ja ein Kampf werden, der hier eine Ewigkeit geht und noch viel weiter und noch viel länger vielleicht. So, der Zwerg. Was hat denn der Zwerg noch gleich drauf? Blechdose. Ich weiß nur nicht, ob unser. Ah, komm, wir probieren das mal. Ja, mal schauen. Kann ich dann auch noch angreifen? Ich glaube nicht, ne? Kann ich nicht. So, ihn lassen wir mal Verteidigungshaltung gehen. Der hat ja nicht so viele Hitpoints. Und dann schauen wir mal, ob wir mit der Magierin vielleicht aushelfen können. So, was hatten wir denn hier? Wir haben diesen Wirbel. Die Backpfeife hätten wir. Oh, die würde sogar funktionieren, dass der Zwerg dazu hauen kann. % Wahrscheinlichkeit. Ja, komm, dann würden wir den noch ein bisschen stunnen, vielleicht. Ach, der hat widerstanden! Oh Mann. Das ist ja wirklich hier die Fail-Episode schlechthin schon. So, die auch ein bisschen am Rand. Und dann. Na gut, der trifft halt. Die trifft halt jetzt auch nur einen, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. 88% Wahrscheinlichkeit. Hat der so viel Rüstung oder warum nimmt der so wenig Schaden? Naja, komm. Irgendwo muss man anfangen. Was hat er? Entschärfen? Meucheln. Also ich könnte jetzt hinter ihn laufen. Das müsste gehen. Aber dann kriegt er halt eins auf die Mütze, ne? Naja, aber. Na komm. Wird er schon aushalten. Ja. Ui, gleich mal 25. Na dann.
Zahlen wir ihm das Heim? Den hast du nicht kommen sehen, oder? Ja, doch, ich glaube schon. Das war keine gute Idee. Ach komm schon, echt jetzt. Der triggert doch jetzt hier vor allem mal die. Also gut, der hat ja auch einen Fernkampf. 81. Von hinten. Na? Kriegt er denn schon schräg angehauen? Geht das? Na komm, wir probieren es nochmal. Macht auf jeden Fall gut Schaden, der Kollege. Kriegt aber auch ganz gut Schaden. Dann müssen wir was dann, dass hier die Magierin da was Vernünftiges machen kann. Schauen wir mal, ob ich den Kollegen hier stunnen, auch wieder stunnen kann mit dem Atem erstmal. Kritischer Treffer, wunderbar. Da liegt er nämlich auf dem Boden. Und ihm ist nicht so recht. Die hat ja eigentlich. Freie Bahn jetzt, ne? Ah, Moment, wir könnten mal unseren Dieb vielleicht aufstellen, das wäre wichtiger erstmal. Der andere liegt jetzt eh erstmal am Boden, da haben wir glaube ich noch Zeit, den Weg zu machen. Genau, besser wäre es, wenn glaube ich sie hier den Weg macht. Mit 127% kann sie gar nicht verfehlen. Oh, wir haben Hühnchen befreit. Müssen wir die Hühnchen, glaube ich, noch wegmachen. Echt jetzt? Jetzt weichen sogar die Hühnchen aus? Was ist das hier für eine inkompetente Truppe? Flankenangriff, ja super. Ein Schaden. Wieso zum Kuckuck geht da jetzt die... Wieso gehen da die Fallen überall los? Mann. Komm, wir machen erstmal den zweiten Zweig hier weg. Kriegt der Barbares alleine hin? Könnte hinhauen, ne? Also, hinhauen tut er sowieso. Er kriegt halt auch nur ordentlich auf die Mütze hier von den beiden hier. Scheiße, scheiße, scheiße! Ja. Wir hatten noch ein bisschen Heilung und die könnten wir den Barbaren da mal in die Hand drücken. Damit er nicht umkippt beim nächsten Schlag. Ach, da kriegt er auch Schaden. Da kriegt meiner auch Schaden. Und wenn wir uns erst hierhin bewegen und ihn dann in die Wand ballern, müsste das doch eigentlich. Aber kein Gelegenheitsangriff, oder? Schön wie abgeprallt ist. Schön wie abgeprallt ist. Mein Gott. Was bedeutet die Hand da oben eigentlich? Achso, das wäre jetzt sowieso auch Nahkampf. Wir sollten vielleicht mit der Magierin Fernkampf machen. Nehmen wir das, was näher ist. Das hat immerhin mal 3% mehr Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden. Ah, immerhin. Ist er immer noch ge- Nee, ist er nicht.
Ui, der schwingt aber auch eine große Keule. Aber er präsentiert auch den Rücken so schön. Ja komm. Schaffst du schon, Schatzi. Crit. Sie ist halt die Beste in der Gruppe. Sie hatte ja schon ein paar Vorzüge, wie wir gelernt haben. Wow. Verflixt. Was ist mit dem eigentlich falsch? Der will nicht kämpfen, ja? Deswegen macht er das absichtlich hier. Okay, der Zwerg pariert. Sehr schön. So, und mit ihm, mit unserem Ranger, können wir den zweiten Paladin da erstmal umhauen. So. Und dann bleibt ja eigentlich nur noch das Hühnchen und unser dritter Kollege. Stellen wir uns. Oh ne, da vielleicht nicht auf die. Stellen wir mal vielleicht mal in Deckung hier. So, 80%? Ja, da kommt ja schon die Finishing-Animation. Dann haben wir ja noch das Hühnchen. Das sieht doch ganz gut aus. Friss es doch einfach, Oger. Friss es. So, die Magierin hat beim letzten Mal auch getroffen. Also, vielleicht schafft es diesmal auch. 80%. Flankenangriff. Jawohl, da ist auch das Hühnchen zu Chicken Wings verarbeitet. Und wir hätten mal wieder einen Kampf gewonnen. Die Stufe des Rangers ist gestiegen. Ah, wir haben einen Level-Up bekommen. Sehr schön. Tja, der schmeckt nicht. Erinnert mich an Omas Suppe. Und wir haben auch ein neues Langschwert bekommen für den Barbaren. Und einen Lendenschurz für unseren Ulger. Und einen Gürtel. Der... Unter ihren Rüstungen war rein gar nichts. Sie waren unter ihrer Kleidung auch nackt? Verfluchte Ritter sind Geisterlakaien, Sklaven mächtiger Zauberer oder Schlimmeres. Warum haben wir ihnen das Amulett nicht gegeben? Wenn uns diese üblen Wesen ein verfluchtes Objekt abnehmen wollen, dann muss es wichtig sein. Vielleicht eine verborgene Quest? Für verborgene Quests gibt's jede Menge Erfahrung. Na, sieh mal einer an. Ihr habt ja schon wieder eine richtige Sauerei angerichtet. Zum Glück muss ich dieses Mal nur Rüstungsteile einsammeln. Tut uns leid. Anscheinend will uns jeder tot sehen. Kein Grund für Verfolgungswahn. Das gehört zu eurem Job als Abenteurer. Wenn ich nicht schneller aufzuräumen vermag, als ihr verstümmelte Leichen hinterlasst, wird Sangar wütend werden. Und wer ist dieser Sangar? Na, der Meister des Kerkers natürlich. Was? Ich dachte, dieser Ort wird von einer Genossenschaft betrieben. Ach ja, richtig. Und dennoch habe ich seltsame Erinnerungen an diesen Sangar. Naja, ich muss jetzt weiterarbeiten. Wir müssen uns Informationen über ihn beschaffen, aber zuerst müssen wir überlegen, was wir mit diesem verfluchten Amulett anstellen. Anscheinend wird die Geschichte immer dichter. Er sagt, dass du gut mit Wörtern umgehen können musst, um dichter zu werden. Auf ins Abenteuer, Kameraden. Da gab es auch ein Achievement nochmal. Ich habe es nicht gelesen, wie das jetzt hieß. Drittes Kapitel. Es wird interessant in der Taverne. Ach, wir sind im dritten Kapitel schon. Für Abenteurer gibt es kaum einen wichtigeren Ort als eine Taverne. Hier kann man Gefährten rekrutieren, Arbeit finden, Geschäfte machen, Intrigen spinnen und Expeditionen in ferne Länder mit fabelhaften Schätzen planen. Aber vor allem kann man sich hier so richtig die Kante geben. Bei meinem Barte schon wieder die Taverne. Wir bewegen uns im Kreis. Hier mag der Spieler tatsächlich den Braten riechen. Du meinst wohl Bier riechen. Ist doch eine Taverne. Immerhin haben wir viele wichtige Dinge gelernt. Zwei von uns wurden durch böse Doppelgänger ersetzt. Und wir werden das verdammte Amulett einfach nicht los. Ein Amulett, das Interesse böser Wesen erweckt hat. Wir sollten uns darauf konzentrieren. Wir kommen in der Quest nach der Statuette nicht weiter, wenn wir dauernd das Amulett mit uns herumschleppen und uns all die Monster auf den Fersen bleiben. Außerdem wissen wir jetzt, dass hier ein Hausmeister arbeitet. Darum ist es wichtig, alles sauber zu hinterlassen. Wir sollen hinter uns aufräumen und keinen Müll herumliegen lassen. Gute Idee. Wir werfen dich mit dem übrigen Müll raus. Ich rieche ja nicht nach Schweiß und Bier, du wandelnder Müllklumpen. Lieber rieche ich nach Bier als nach Ponyfellspülung. Ach, haltet doch einfach die Klappe, ja? Lassen wir mal die Fragen der persönlichen Hygiene beiseite und sehen uns diesen Sangar näher an, den der Hausmeister erwähnt hat. Vielleicht hat er was mit dem Amulett zu tun. Na, sieh mal einer an.
Hey, ihr Deppen. Ich hab eure Kohle. Tja, wollen wir uns zusammentun? Die Gerechtigkeit wartet nicht, genau wie mein Hammer. Chrom, sie kapiert es. Und sie hat uns das Gold gebracht. Werte Gefährten, ich biete euch liebend gern meine melodiöse Unterstützung für die bevorstehende Wanderschaft an. Ich besinge unsere Taten in jeder Ecke und jedem Winkel dieses Landes. La 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 la. Er ist elegant und riecht gut, er. Geh und triff dich mit einem Ork, du blöde Tussi. Er sagt, er mag den Barden. Ich bin überrascht, dass du dich mit so dubiosen Typen einlässt. Doch wenn du auch nur einen Funken gesunden Menschenverstand hast, solltest du eine noble Priesterin zum Heilen eurer Wunden rekrutieren. Oh ja, das wäre super, wenn du unsere Wunden bandagieren würdest. Das ist eine sehr reizvolle Fähigkeit. Manchmal tut mir einfach alles weh und... Wer nun wieder? Naja, das ist doch keine einfache Entscheidung. Wir könnten sie alle rekrutieren. Spinnst du? Unsere Anteile an der Beute sind eh schon klein genug. Und? Beim Hinzufügen weiterer Gefährten geht von unseren Einzelanteilen der gleitende Mittelwert an EP ab, die durch Hinzurechnung der Stufen der teilnehmenden Abenteurer erworben werden. Und jetzt das Ganze nochmal auf verständlich. Weniger Gewinn, mehr Schwierigkeiten. Trotzdem könnten wir einen weiteren Gefährten gebrauchen. Dieser Kerker ist viel schwieriger, als wir dachten. Achtung, diese Entscheidung lässt sich bis zum Ende des Spiels nicht mehr rückgängig machen. Was? Also wir könnten dabei bleiben, dass wir niemanden mitnehmen, den Baden nehmen, den Paladin wählen oder die Priesterin mitnehmen. Oh, ich schwanke. Eigentlich hätte ich schon ganz gerne die Priesterin, weil die so gut im Heilen ist. Die Paladina, die ist halt extrem tanky, das wäre natürlich auch praktisch und kann stunnen. Und der Bade, der lispelt halt so schön, ne? Ich weiß es nicht. Was machen wir denn hier? Wir haben allerdings auch schon ziemlich viele Heilzauber sekundär. Die Magierin habe ich ja auch schon dahin so ein bisschen umgeskillt, dass sie heilen kann. Plus wir haben zwei Sekundärheilungszauber. Heißt, wir hätten die Priesterin nicht ganz so mega nötig. Bleibt der Paladin oder der Bade? Ach komm, wir nehmen den Baden mit. Der labert so geschwülstig daher. Das ist genau das Richtige für die Gruppe. Ich glaube, der Bade ist die richtige Wahl. Freude und Harmonie, singt frei heraus, singt in lauten Tönen von unserer mutigen Gruppe auf dem Weg zum Triumph. La 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 la. Freunde, Radolf Musik, knack knack. Er sagt, er freut sich, dass er Musik mit ihm spielen kann. Manche Oger lieben Musik. Tja, ein paar von seinen 14 könnten wohl die Basslinie spielen. Ihr Götter, ich werde meine Ohrlöcher mit Zement verstopfen. Und deinen Mund gleich mit. Mach die Futterluke zu, Salatkopf. Jetzt müssen wir jemanden finden, der das Amulett für uns identifizieren kann. Nun, die Zauberer im VIP-Zimmer dürft ihr mal jetzt beendet haben, meine Freunde. So, das gibt auch wieder ein Achievement dafür. Also gut. Da fällt mir allerdings noch ein, wenn wir hier in Kapitel weiter gesprungen sind, wäre es irgendwie ganz cool, wenn wir noch das letzte Hühnchen finden. Die Frage ist nur, wo ist das? Und wir haben noch ein Level-Up, das heißt, und wir haben auch noch... Wir haben zweimal Level-Up, sehe ich hier gerade. Sollten wir vielleicht erstmal das hier machen. Also, er bekommt einmal Kraft. Und ich glaube, bei ihm war das so, dass das Charisma, glaube ich, auch nicht so schlecht war, ne? Das war doch das wenn er unterstützt. Na komm, wir probieren das mal. Das hier. Und was hat er noch als aktive Fähigkeiten? Taktik, Schutz. Erhöhe die Widerstände, parieren und ausweichen alle Verbündeten, die bis zum Ende des Kampfes. Es kann immer nur eine Taktik aktiv sein. Taktik, die Schildkröte. Schutz, Parade und Ausweichen. Widerstände, parieren, ausweichen. Oder Schutz, Parade und Ausweichen. Taktik, Front. Erste Hilfe. Bewegung in der Nähe, aha. Klingt auch nicht so schlecht, also ich würde Taktikschutz da erstmal mitnehmen. Das ist viel nützlicher als Stühle zu bauen. So, und passiv, achso, er kann jetzt auch dann Schilde nutzen, wenn ich das mitnehme hier, Schildspezialist. Er hält plus einen Gelegenheitsangriff, er kann Probleme zweimal ausführen. Verbessert den Standardnahkampf des Rangers und verursacht Betäubung, wenn der Feind 100% seiner Lebenspunkte hat. Das wäre auch stark. Der schlechte Ranger verbessert den Standardbogenangriff des Rangers und verursacht doppelt so viel Schaden, wenn der Feind weniger als 25% seiner Lebenspunkte hat. Ja,
wir skillen dann aber ja gerade so ein bisschen auf Gelegenheit, glaube ich, ne? Deswegen würde ich einfach das mal mitprobieren. Schauen wir mal, dass wir die Kombos damit bekommen. So, und den Dieb haben wir auch noch. Der hat auch noch ein Level abbekommen. Todesfalle, ein Fernkampf oder Nahkampfangriff, der geringen Schaden verursacht. Das Ziel ist immobilisiert. Verstohlenheit. Der Dieb schleicht und hält seinen einen Aktionspunkt zurück. Wenn ein Gegner angreift, vor ihn tritt oder Schaden erleidet, wird das Schleichen beendet. Das heißt, damit würde er ungesehen zu Gegnern durchkommen. Oder wir hätten die Möglichkeit, einen Gegner zu immobilisieren. Ich bin echt ein Freund davon, so, ja, diese Leute aus dem Kampf zu nehmen, Gegner. Schalte die Verwendung schwerer Lederrüstung für den Dieb frei. Erhöhe den Chancefallen im Kampf bei der Erkundung zu erschärfen. Machen wir das mit dem Entschärfen. Erstmal. Neue Fertigkeiten, neue Gefahren. So, und der braucht Beweglichkeit, ja, verstehe ich. Und ich würde auch ein bisschen Verfassung reingeben, der hält nämlich nicht so viel aus. So, und jetzt brauchen wir noch die Verbände wieder. Wenn ich es wieder irgendwie schaffe, da. Mein Zeug hier. Achso, wir hätten da ja noch. Wir hätten da noch ein Schwertchen, ne? Das sieht auch schon wieder besser aus, wie das, was er hat. So, und wir brauchen für den Diebenverband. Haben wir noch Verbände? Wir müssten noch welche haben, oder? Habe ich doch nicht alle schon rausgeballert. Da. So, und der Ranger auch noch einen. Und für wen hatte ich denn jetzt noch? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Steuerung. Honshu 900. Das ist für den Ranger. Da habe ich aber ja schon was. Schutz und Mut oder Schutz und Einschlag? Machen wir Schutz und Mut. Nehmen wir das hier. Ohne Lendenschutz haben wir noch für den Ogre. Der ist aber schlechter als den, den ich schon habe. Okay, ich glaube, da müssten wir jetzt fertig sein, dann. Nicht die Tränke miteinander mischen, sonst. Wir hätten noch den Bleigürtel. Habe ich noch irgendeinen Charakter, der keinen? Mein Schatz, hat er da gerade gesagt? Echt jetzt da? Schlitzblitze, Schutz, Bewegung, Parade. Das wäre eigentlich was für ein Zwerg, oder? Der ist ja eh nicht so mobil. Ist aber jetzt besser geschützt. Und jetzt hätten wir noch einen mit Ausweichen. Das wäre vielleicht für den Barbaren ganz gut. Oder für den Ranger. So, für den Ranger. Gut, dann würde ich mich nochmal umschauen hier, ob ich das Hühnchen irgendwo finde. Frage ist nur, ich guck mal kurz auf die Karte. Haben wir in den Toiletten da oben schon mal? Kann das sein, dass das Hühnchen vielleicht bei den Toiletten ist? Habe ich es nicht gehört? Habe ich da nicht irgendwo ein Hühnchen? Moment, da will ich gerade nicht hin. Hallo! Ihr habt euch einen ganz schönen Ruf erarbeitet. Ach wirklich? Wir sind berühmt? Haut ab! Ihr habt schließlich den Kerker vom bösen Zwerg befreit. Das ist doch schon was. Und vom bösen Dieb auch. Ach, den gab's auch? Ist uns gar nicht aufgefallen. Das ist so unfair. Jedenfalls bin ich froh, dass ihr noch gesund und munter seid. Sagt mal, ich habe gehört, ihr nehmt kleine Aufträge an? Wenn der Preis stimmt und es einen Kampf gibt. Nicht so schnell, mir geht es eher um einen kleinen Botengang. Ich muss in den Keller und eine Kiste Wein holen. Brauchst du Hilfe beim Trinken? Nein, ich bin bloß gerade ziemlich beschäftigt und im Keller wimmelt das von Ratten, mit denen habe ich es nicht so. Darum dachte ich, wenn ihr zufällig durch den Keller kommt, vielleicht könntet ihr mir eine Kiste mitbringen. Ihr bekommt doch ein Glas oder noch besser, ich gebe euch eine ganze Flasche ab. Na, nicht gerade eine ruhmreiche Quest. Na komm, Ratten erschlagen und Wein tragen, das ist doch voll unser Ding. Unser Ding? Der Wein gehört uns doch gar nicht. Oh, bei allen Bartträgern, alles klar. Na nur, wenn ihr die Zeit habt, ja? Für den Fall der Fälle leihe ich euch den Schlüssel zum Keller. Wir werden sehen, was wir tun können. Das ist doch eine Aufgabe für uns. So, müsste ich jetzt nicht hier irgendwo bei den Toiletten sein? Man sollte immer seine Fluchtwege auf einer Karte vermerken.
Ah, gegenüber müsste das sein. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drin war. Dann aktualisieren wir mal die Karte. Ich laufe doch schon wieder falsch. Hier. Da müsste es sein. Da ist ein Hühnchen, also war das Falsche. Ach doch, da war ich schon mal, ne? Da habe ich schon mal dieses eine Ü18-Heftchen hier mitgenommen. Aber hier schon mal kein Huhn. Also ich guck mal, dass ich die Nebenquest jetzt mal eben fertig bekomme. Bevor wir hier dann aufbrechen in den Keller oder sonst wo hingehen. Könnte das sein? Normal war das ja immer ziemlich verstreut, also sämtliche Räume, die wir halt gehen konnten. Irgendwo warst du mal dabei. Das ist vielleicht hier irgendwo in der Küche. Man weiß ja nie, ob das schon verarbeitet ist oder nicht. Da ist eins, aber das ist auch wieder das Falsche. Die Dinger sehen ja blau aus. Sowas mit Büchern. Was ist denn dieser Göger? Das könnte zum Moment dauern vielleicht. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Das ist es auch nicht. Ebenfalls nicht. Hier hatten wir, glaube ich, schon eins. Ein Unteroffizier. Habe ich mit dem Unteroffizier schon geredet? Ein Hühnerwettbewerb, das ist so krank. Der rollt das R ganz schön. Der könnte auch andere Rollen annehmen. Etwas deutschere Rollen. Bei allen Trompeten Morikias. Wir sind verloren. Nein, ich muss standhaft bleiben. Hey, Sie da. Fühlen Sie sich schläfrig? Verflixt, eine Wache. Schläfrig? Nein. Ich meine, das kommt darauf an. Sollte ich? Der Fluch von Drul verbreitet sich überall. Wir werden alle vom ewigen Schlaf übermannt. Das heißt Pyjama-Party, richtig? Aber ich habe mein Pyjama vergessen. Darf ich nackt schlafen? Ganz ruhig, jetzt nicht hecheln. Wie war das mit dem Fluch? Es gab einen Schlamassel in der Taverne. Die Grünlinge sind schuld. Die Grünlinge? Junge, unreife Rekruten auf Patrouille. Wir haben so viele angeheuert. Da kommt man mit der Ausbildung kaum nach. Normal bei diesen Unmengen an Verletzten. Ich verstehe nicht ganz. Verflixt. Ich muss wach bleiben. Einige Noten meiner Laute dürften Ihnen bei der Konzentration helfen. Das ist, okay. Ich muss zugeben, das hat geholfen. Jedenfalls, es gab einen Streit zwischen den Rekruten und den Priestern von Glul. Glul, Gott des Schlummerns und der Langeweile. Verflixt, wir wurden auch verflucht. Ich muss gähnen. Ich hab's euch doch gesagt. Die Neuen haben das Nickerchen der Faulpelze gestört und die haben daraufhin den ganzen Kerker verflucht. Super, das muss ich auch gleich gähnen, ja. Wenn wir für immer einschlafen, wie sollen wir dann Fortschritte bei unserer Quest machen? Helft mir und ich werde euch großzügig belohnen. Na sowas. Er ist eingeschlafen. Wir sollten versuchen, mehr über diesen Fluch herauszufinden. Halten wir die Augen offen und versuchen wir, verflixt wach zu bleiben. Die Eingeweiden von Lul. So. Das wir haben eine Quest gefunden, auf jeden Fall mal. Das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich gesucht hatte, aber damit hätten wir zumindest wieder eine Quest bekommen. Hier also kein Hühnchen. Durchgang. Da hinten war ja schon eins, also kann mir gerade nicht vorstellen, dass da jetzt an dem Eck nochmal ein zweites ist. Ach, das ist wieder ein weißes, ne? Das ist auch nicht richtig.
Summerquests sind natürlich jetzt echt hilfreich. Also da wird mir auch so ein blauer Rahmen angezeigt. Aber Moment mal, das ist ja mit dem Fluch, ne? Chrom braucht keine Karte. Wir sollten vielleicht mal den Geflügelwettbewerb noch nehmen. Und dann wird der Radius nämlich viel größer. Wir brauchen nur noch Otto. Muss ich denn der rum treiben? Hier haben wir gegen den Zwerg gekämpft. Also den bösen Zwerg. Oder besser gesagt die sieben Zwerge. Wer ist wer? Ach, bei den Göttern. Das Exekutivkomitee des Leistungsindikatorenmanagements wird zu spät kommen. Was? Es tut mir leid, aber dieser Raum steht aufgrund besonderer Umstände nicht zur Verfügung. Er wurde von den Priestern von Lul für eine Andacht in Beschlag genommen. Seltsamer Ort für eine Messe. Sagen wir einfach, sie brauchten etwas Ruhe. Aber was mache ich denn nun mit dem Exekutivkomitee, hm? An uns Diener denkt ja niemand. Weil sich niemand um euch Unterlinge schert. Das ist dann wohl das richtige Zimmer für die andere Quest hier, mit dem Schlummerdings da. So, wir machen jetzt aber erstmal ein Päuschen. Wir haben es leider Auto nicht mehr gefunden, das müssen wir nochmal verschieben. Aber wir könnten beim nächsten Mal vielleicht das Zimmerchen da schon mal erkunden. Das wäre doch mal was, oder? Also, gibt wieder Gründe, um einzuschalten. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.